seid ihr 20 Minuten hier. Ja, schön. Ich freue mich auf euren Besuch. Bis gleich. Tschüss. Wer kennt es nicht, wenn unverhofft Besuch kommt, man rasch einen Snack zubereiten muss. Mein Tipp, ein kaltes Buffet mit Pfiff. Zunächst schälen wir gekochte Eier, zerbrechen Salzstangen in kleine Stücke, stecken diese hinein, vorne zwei kleine Kapern oder grünen Pfeffer und fertig ist der kleine süße Igel. Nun haben wir noch hartgekochte Eier übrig. Was tun? Ganz einfach. Eine Sitzfläche schneiden und, meine Damen und Herren, hier ist Naschen erlaubt. Nun eine kleine halbe Tomate obendrauf, mit Mayonnaise aus der Tube pfiffige Tupfer aufgedrückt und schon haben wir Fliegenpilze erschaffen, ungiftig und sehr bekömmlich. Und ohne, dass man in den Wald gehen muss. Wer jetzt schon etwas erschöpft ist, macht eine kleine Pause. Als weitere Leckerei bereiten wir lustigere Lieschenmäuse vor. Hier kommt dieser Bund zum Einsatz. Sorgfältig waschen, putzen und ein Stück vom Grünen als Nase dran lassen. Die Wurzel wird zum süßen Schwänzchen. Unten unbedingt ein Stück abtrennen, damit die Mäuse nicht davonkullern. Hier schneiden wir zwei kleine Scheiben für die Augen aus. Vorsicht, diesmal nicht naschen. Die Scheiben werden noch als Ohren benötigt. Für die Augen brauchen wir noch zwei kleine Löchlein. Hierzu verwenden wir einen Korkenzieher, den wir aber nicht, wie wir es gewohnt sind, ruckartig rausziehen, sondern behutsam wieder hinausdrehen. Je Maus zwei Körner grünen Pfeffer hinein, kleine Schlitze für die Ohren und fertig sind die Mäuse. Sie passen hervorragend zu Käsehappen und zaubern ein Lächeln auf die Gesichter ihrer lieben Gäste. Guten Appetit, Ihr Walter Schmidtlein.